Warum wird in Harry Potter eigentlich keine uralte Magie wie der Opferschutz mehr verwendet? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video möchte ich das Thema des Opferschutzes in der Zaubererwelt von Harry Potter in den Vordergrund stellen und die möglichen Gründe untersuchen, warum dieser Gegenzauber scheinbar nicht häufiger gegen tödliche Zauber wie zum Beispiel Avada Kedavra angewendet wird. Der Opferschutz repräsentiert eine uralte und mächtige Form der Magie, die oft als Gegenzauber bezeichnet wird. Doch diese Bezeichnung vermag nicht angemessen auszudrücken, wie wirkungsvoll er tatsächlich ist. Diese spezielle Magieform, die sowohl selten als auch uralt ist, scheint einem Zauberer oder einer Hexe eher unabsichtlich Beistand zu leisten. In einfachen Worten ausgedrückt, wenn ein Zauberer oder eine Hexe sich dazu entscheidet, sein oder ihr eigenes Leben im Tausch für das Leben eines geliebten Menschen zu opfern, entfaltet der Zauber seine Wirkung, indem er zunächst den geliebten Menschen vor der unmittelbaren Gefahr schützt und danach eine außergewöhnlich starke und dauerhafte schützende Barriere errichtet. Da der Akt des eigenen Todes, um das Leben eines anderen zu retten, von vielen als die höchste Form des Opfers angesehen wird, verwundert es nicht, dass dieser spezielle Zauber in einigen Teilen der Zauberergemeinschaft als der ultimative Schutz bekannt ist. Ein Spruch, der vielen sehr vertraut erscheinen mag. Und diese Vertrautheit zu dem Zauber kommt natürlich daher, dass viele von euch sich wahrscheinlich erinnern werden, wie der Opferschutz gegen Zauber Harry Potter als Kleinkind vor dem sicheren Tod bewahrte. Tatsächlich war dieser Zauber der einzige Grund, warum er Voldemorts tödlichen Fluch überlebte und als der Junge, der überlebte, bekannt wurde. Im Alter von nur einem Jahr entkam Harry dem Avada Kedavra-Fluch und nicht zuletzt dank seiner Mutter Lily Potter, die bereit war, alles zu opfern und ihr eigenes Leben zu opfern, um ihren Sohn zu schützen. Dies ereignete sich in der kalten und düsteren Nacht des 31. Oktober 1981 und das Ganze fand statt im Haus der Potters in Godric's Hollow. Voldemort war auf der Jagd nach Harry, den er nur als kleinen Zauberer sah, dem sein Untergang prophezeit wurde. Obwohl Lord Voldemort zweifellos der mächtigste dunkle Zauberer seiner Zeit war, konnte er niemals erahnen, wie verhängnisvoll sein Versuch, ein kleines Kind zu ermorden, sich erweisen würde. Die Potters waren sich bewusst, dass Voldemort es auf sie abgesehen hatte. Deshalb setzten sie den Fidelius-Zauber ein, um ihren Aufenthaltsort vor dem dunklen Lord zu verbergen. Doch tragischerweise verriet der Geheimnisträger und angeblich enge Freund der Potters, Peter Pettigrew Voldemort, wie er die Familie ausfindig machen konnte. Der dunkle Lord stürmte das Haus und fand zuerst James. In seiner Verzweiflung, seine Familie zu schützen, stellte sich James zwischen Voldemort, seine Frau und sein Kind. Der dunkle Lord konnte jedoch James Potter leicht mit dem Tötungsfluch niederstrecken, indem er ihn mit einer schnellen Bewegung seines Zauberstabs wie ein Insekt beiseite fegte. Danach stand Voldemort Lily Potter gegenüber. Sie war das einzige Hindernis zwischen dem dunklen Lord und seinem dunklen Ziel. Voldemort befahl ihr, beiseite zu treten, was sie natürlich ablehnte. Doch das, was daraufhin geschah, übertraf alle Erwartungen. Trotz Lillys Weigerung, sich aus dem Weg zu räumen, sprach Voldemort seinen Avada Kedavra-Fluch aus, wie er es schon oft getan hatte. Dabei tötete er unzählige und andere mächtige Hexen und Zauberer, einschließlich James Potter, nur wenige Minuten zuvor. In diesem entscheidenden Moment warf sich Lily verzweifelt vor Harry, um ihn zu beschützen, und sie beschützte ihn tatsächlich. Indem sie sich schützend vor ihr Kind warf und den Avada Kedavra-Fluch abfing, rief sie die uralte Magie des Opferschutzzaubers hervor, die dann den tödlichen Fluch auf den dunklen Lord zurücklenkte und ihn für den größten Teil der folgenden 10 Jahre in einen Zustand versetzte, der wirklich schlimm für ihn war. Aber wie kam es genau dazu? Und warum hatten James schützende Maßnahmen nicht denselben Effekt in Bezug auf diese uralte Magie? Schließlich hatte er auch versucht, seine Lieben vor Schaden zu bewahren, indem er sich zwischen Voldemort und seine Familie stellte. Warum wurde er dann sofort getötet, ohne dass der dunkle Lord Konsequenzen trug, während Lillys Handeln zwar zu ihrem eigenen Tod führte, aber auch Voldemort, einen der mächtigsten Zauberer aller Zeiten, niederstreckte und ihren kleinen Jungen unverletzt ließ? Und wenn man sich für jemanden, der einem am Herzen liegt, opfert, um sein Leben zu retten, stellt sich die Frage, warum nicht mehr Hexen und Zauberer diesen Akt des Schutzes vollziehen. Es erscheint logisch, dass in einer solchen Situation fast jede Mutter oder jeder Vater bereit wäre, ihr eigenes Leben zu opfern, um das ihres Kindes zu retten. Besonders weil die Wirkung dieser Magie den Anschein haben, äußerst dauerhaft zu sein.
Ein Beispiel hierfür ist, wie Harry dank Lillys Opfer geschützt wurde, indem er einfach bei den Blutsverwandten seiner Mutter, ihrer Schwester Petunia Dursley, lebte. Wenn also die Möglichkeit besteht, sich für sein Kind, seinen Ehepartner oder einen anderen geliebten Menschen zu opfern und ihnen einen wirksamen Schutz zu bieten, warum nutzen nicht mehr Menschen diesen Gegenzauber? Nun, wie bereits im Video erwähnt, hat keine einzelne Person die Macht, den Opferschutzzauber tatsächlich auszuführen oder den Opferschutzzauber eigenständig zu verwenden. Stattdessen scheint der uralte Zauber aktiviert zu werden, wenn ein Opfer in einer kritischen Situation gewählt wird. Doch selbst das erklärt nicht, warum so viele dunkle Hexen und Zauberer wie Voldemort unzählige Familien ohne das Eingreifen des Opferschutzzaubers töten konnten. Es gab zweifellos zahllose Opfer, die bereit waren, ihr Leben zu opfern, um das eines geliebten Menschen vor dem Tod zu schützen. Nun, wie sich herausstellt, könnte es sein, dass Lillys besondere Handlung, die von Voldemort als beiseite zu treten beschrieben wurde, zu dieser einzigartigen Form alter Magie führte. Ob er sie dazu aufforderte, aus dem Weg zu gehen, weil Severus Snape den dunklen Lord verzweifelt darum bat, Lillys Leben zu schonen, oder ob es war, weil Voldemort einfach so schnell wie möglich beabsichtigte, Harry loszuwerden, bleibt irgendwie unklar. Was jedoch klar ist, ist die Tatsache, dass sie in diesem Augenblick die Möglichkeit gehabt hätte, um ihr Leben zu retten. Sie könnte versuchen, um ihr Leben zu fliehen oder sich zu verteidigen, vielleicht wäre es ihr nicht gelungen, aber sie hätte es zumindest versuchen können. Stattdessen traf sie die bewusste Entscheidung zu bleiben. Doch sie tat dies nicht nur, sondern sie opferte sich selbst. Lily Potter rannte nicht davon und zauberte nicht, um sich zu retten. Im Gegenteil, sie handelte entgegengesetzt. Sie trat bewusst vor den tödlichen Fluch, um ihr eigenes Leben zu opfern und ihren Sohn vor Schaden zu bewahren, selbst wenn sie dachte, dass er unmittelbar nach ihr getötet werden könnte. Sie wählte, zu bleiben und zu sterben, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass ihr Opfer scheinbar keine Auswirkungen haben würde. In diesem entscheidenden Moment dachte sie nur daran, ihren Sohn zu schützen und nicht sich selber. Und wie das Schicksal es so wollte, war genau diese Entscheidung zu sterben, obwohl ihr Leben nicht bedroht war, die tatsächlich den entscheidenden Unterschied ausmachte. Jetzt können wir ein bisschen besser verstehen, warum der Opferschutzzauber nicht häufiger angewandt wird. Allerdings stellt sich die Frage, warum in Situationen, in denen ein Familienmitglied die Wahl hätte, einen geliebten Menschen zu retten, anstatt zu versuchen, der tödlichen Gefahr zu entkommen, nicht häufiger von dieser Schutzform in der Welt der Zauberer Gebrauch gemacht wird. Wie bereits erwähnt, wäre es nicht naheliegend, vielleicht anzunehmen, dass die meisten Familien, insbesondere auch Eltern, sich in einer aussichtslosen Situation opfern würden, wenn sie nahezu sicher wüssten, dass ihr Tod den geliebten Menschen vor dieser unmittelbaren Bedrohung unwiderruflich schützen würde? Nun, in diesem Fall, denke ich, kann die Antwort auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass diese uralte Form der Magie, obwohl sie außerordentlich mächtig ist, in der modernen magischen Welt recht unbekannt ist. Im Feuerkelch erklärt Dumbledore, dass selbst Voldemort die Macht dieser Art von Magie unterschätzt hat, als er zu Harry sagte, du wirst von einer uralten Magie geschützt, die er kennt, die er verachtet und die er deshalb immer unterschätzt hat, zu seinem eigenen Schaden. Ich spreche natürlich von der Tatsache, dass deine Mutter gestorben ist, um dich zu retten. Sie hat dir einen beständigen Schutz gegeben, den er nie erwartet hat. Ein Schutz, der bis heute in deinen Adern weiterfließt, bis zu diesem Tag. Voldemort hat sogar selbst ausgedrückt, dass er diese Form der uralten Magie vergessen hatte. Dieser Zauberer scheut fast keine Anstrengungen, wenn es um mächtige Zaubersprüche ging, sei es um dunkle Magie oder auch um andere. Wenn selbst der dunkle Lord nur wenig über den Opferschutz gegen Zauber wusste, ist es nicht logisch anzunehmen, dass der Großteil der Zaubererwelt wahrscheinlich ebenfalls oder nur wenig oder gar nichts darüber wusste. Zusätzlich wurde diese Art der uralten Magie als ziemlich unberechenbar beschrieben. J.K. Rowling selbst hat auch eingeräumt, dass die Wirkung des Opferschutzzaubers keine exakte Wissenschaft ist. Und es hat den Anschein, dass diese Art von Magie stark von den Absichten der Hexen und Zauberer abhängt, die den Gegenzauber anwenden. Also wirklich ziemlich unberechenbar. Und das war's schon wieder mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Warum wird diese Art der uralten Magie nicht häufiger eingesetzt? Denkt ihr einfach, die Leute haben keine Ahnung, dass sie existiert? Oder können sie sie nicht einsetzen, weil sie es einfach nicht können? Teilt mir gerne eure Gedanken in den Kommentaren mit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.